Au, 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 mein Sonnenbrand auf meiner Nase macht mich ein bisschen fertig. Das ist aber egal, denn heute müssen wir nämlich eine Spinne in das Lieblingsbuch vom Scary Teacher reinlegen. Und in der letzten Folge habe ich das nicht so gut hinbekommen, in dieser Folge werde ich es aber umso besser hinbekommen. Ich habe nämlich eure Kommentare gelesen und weiß nun, dass ich hier etwas anderes tun muss. Und zwar muss ich hier nämlich mit der Spinne anders umgehen. In der letzten Folge, falls ihr es nicht gesehen habt, habe ich versucht, eine Spinne aufzuheben und diese Spinne hat mich dann in den Finger gebissen. Außerdem habe ich hier überall zugenagelte Fenster und es gibt hier ein paar Sachen, die richtig wichtig zu beachten sind. Ich zeige euch mal ein paar davon. Wir haben hier übrigens eine Garage, in der wir gerade drin sind. Und in dieser Garage kann man viele Sachen machen, okay? Man kann hier einfach diese ganzen Werkzeuge holen und so ein Kram. Und man kann hier oben die Fenster damit öffnen. So, wichtig ist jetzt zu verstehen, wie diese Scary Teacher Frau überhaupt funktioniert. Sie ist nämlich jetzt gerade auf die rechte Seite gelaufen. Sprich, also sie ist da drüben jetzt gerade und läuft da so ein bisschen herum. Hier drüben haben wir die Spinne. Da wurde ich letztes Mal gebissen, als ich versucht habe, die Spinne zu holen. Jetzt ist sie gerade am Breakdancen. Nun gut, okay. Kann ja die Frau machen, was sie will. Also, sie hat gerade eben einen kleinen Breakdance hingelegt, so einen kleinen Pause-Breakdance. Und jetzt läuft sie irgendwo da gerade entlang, da drüben auf der anderen Seite. Das heißt, wir können uns vielleicht in ihrem Zimmer so verstecken, sodass sie uns nicht sehen kann. Und wir begeben uns Richtung Nebenraum, dieser komische Künstlerraum. Und in diesem Künstlerraum dürfen sich hier diese Handschuhe befinden. Das heißt also, an diesen Handschuhen können wir jetzt erkennen, dass sie etwas Neues machen können. Und zwar, sie hat gerade nach ihrer Spinne geguckt, ja. An den Handschuhen können wir jetzt erkennen, dass wir damit die Spider hochheben können. Okay, sie ist da hinten, ne? Das heißt, wir können so laufen. Sie dürfte uns nicht durch die ganze Halle erkennen können. Das heißt also, wir gehen einfach mal hier hin. Und jetzt dürfte sie, glaube ich, was Besonderes tun. Und zwar, sie würde uns, glaube ich, jetzt demnächst zeigen, was ihr Lieblingsbuch ist. Denn wir müssen nämlich die Spinne in ihr Lieblingsbuch reinplatzieren. Dementsprechend nehmen wir sie hier raus. Mit den Handschuhen können wir sie halten, ne? Und jetzt schauen wir nur noch, wo sie hingeht. Okay, sie geht in ihren Breakdance-Raum. Jetzt macht sie wieder Breakdance. Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Warum Breakdance diese Frau da oben so? Wow, was für eine bewegliche Dame. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ne, wo diese Frau, wo liest die ihr Buch? Wir können theoretischerweise hier das auch reinlegen, in dieses Buch hier. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt überall eine Torte. Wo hat sie denn das Buch das letzte Mal gelesen gehabt? Es gibt hier dieses Buch. Es gibt hier, warte mal, hier gab es doch irgendwo noch ein Zimmer, wo sie manchmal gelesen hat. Hier! Dort, hier beim Kaffee und so. Hier hat sie immer gelesen. I just can't wait to see how that novel ends. Ah, jetzt will sie ihr Buch zu Ende lesen und wir haben jetzt die Zeit rauszugehen. Okay. Denn es ist wichtig, wichtig, dass die Spinne immer im richtigen Buch drin ist. Wenn ihr das nämlich nicht ins richtige Buch reinmacht, dann erschreckt sie sich nämlich nicht. Dementsprechend geht sie jetzt dahin und dürfte sich eigentlich erschrecken, wenn alles richtig funktioniert hat. Oh ja, sie geht hin und... What on earth is that? Ja! Okay, Alter, die klebt ja richtig im Gesicht. So, der Streich hat auf jeden Fall funktioniert. Richtig stark, denn jetzt kommt auch schon der nächste. Mrs. T ist übrigens sehr verrückt mit ihren Haaren und wir müssen jetzt irgendwas tun, um ihr, die Haare zu versauen. Okay, das heißt also, wir müssen etwas in ihr Shampoo machen, damit ihre Haare kaputt gehen. Okay, das ist der Prolog hier. Sie geht also gerne zwischenmal baden. Goodie. Das heißt, die Frau versucht also die ganze Zeit hier Shampoo zu verwenden, ne? Und möchte gerne duschen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass wir das Duschen verhindern können. Also oben ist auf jeden Fall ein Badezimmer, das kenne ich. Da müssen wir, glaube ich, hingehen, um uns das Ganze mal anzusehen. Also gehen wir mal einfach hoch. Da ist eine Bärenfalle, warum auch immer. Oh, oh, oh. Oh. Oh Gott, ich bin niedrig von der Energie her. Hey, warte mal. 100 Coins. Okay. Habe ich jetzt Energiecans gekauft? Ah, lol. Ich darf... Okay, also sie kümmert sich um ihre Haare. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir genug Energie immer haben. Weil wenn wir nämlich nicht genug Energieflaschen trinken, dann
haben wir nicht mehr genug Energie, die Lehrerin die ganze Zeit zu ärgern. Guck mal, hier haben wir vielleicht diesen Kleber. Den können wir vielleicht benutzen, um ihre Haare zu versauen. So, sie geht gerade runter, glaube ich. Das ist der perfekte Moment für uns, eigentlich hier ins Badezimmer reinzukommen. So, was haben wir hier? Wir können hier das hier ins Shampoo reinmachen. Okay. Dann können wir vielleicht noch das hier... Was ist das denn? Ist das Hair Color? Okay, wir können... Nee, das benutzen wir nicht. Hair Remover. Oh mein Gott, das können wir auch reinmachen eigentlich. Oder? Nee, jetzt habe ich hier Kleber reingemacht. Na gut. Okay, jetzt müssen wir uns verziehen. Okay, aber richtig schnell hier. So, okay. Ich glaube, jetzt dürfte sie eigentlich baden gehen. Und wir dürften eigentlich schon fertig sein. Ich habe ihr jetzt einfach Kleber ins Shampoo gemacht. Oh nein! Wenn sie jetzt nämlich baden geht, dann müssten wir eigentlich... Oh, sie geht baden. Oh, time for a nice steam. Oh nein! Oh nein! Und? Oh mein Gott. Das wird so schlimm jetzt werden, glaube ich. Oh oh. Und? Was passiert da jetzt mit dem Kleber? Was passiert mit dem Kleber? Oh! Okay, warte mal. Wait a minute. Why does my hair feel so stiff? Ihre Haare sind jetzt einfach steif geworden. Oh, okay, gut. Hat anscheinend funktioniert. Ein bisschen Kleber drin, ist schon nicht schlecht. Okay, goodie. Dann können wir das nächste Level wieder spielen. Goodie. Also, die Frau wird jetzt in dieser Folge ein Stuhlbein, die Frau wird in dieser Folge jetzt, glaube ich, auf der Liege sitzen, um sich zu sonnen. Also, so wie ich das jetzt herausgelesen habe. Oder Sportübung machen. Warum auch immer. Okay, auf jeden Fall sieht es so aus, wir müssen jetzt in dieser Episode eine Säge finden. Okay, wir schauen uns mal um und gucken mal, was so geht. Müssen übrigens auch nebenbei Energieflaschen immer sammeln, weil wir nämlich sonst nicht genug Energie haben. Was haben wir? Wir haben hier den roten Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine Säge. Und die gibt es hier, glaube ich, im Geräteschuppen. Zangen, Zangen, Hammer. Ist das eine Säge? Das ist doch eine Säge. Aha, okay. Sie ist jetzt, glaube ich, gerade in der Küche. Wir betreten jetzt einen neuen Bereich, den ich bisher noch nicht betreten habe. Und zwar den Garten. So, das dürfte relativ einfach, glaube ich, gehen. Und wir müssen uns hier nur ein bisschen umsehen. Ich glaube, wir müssen hier einfach nach hinten gehen. Was ist das hier eigentlich? Eine Sauna? Oh lol, kann man da reingehen? Tatsache. Stern mitnehmen? Nice. Ein Energy Booster wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ich sehe gerade keinen. Ein bisschen Wein. Oh mein Gott, ich weiß gerade nicht mehr, auf welchem sie immer lag. Ich glaube, auf dem hier, oder? Weil da ist ja auch der Wein. So, das heißt, das haben wir jetzt weggemacht. Okay, und jetzt können wir eigentlich auch schon wieder gehen. Ey, warte mal. Ich wusste gar nicht, dass es hier noch einen seitlichen Eingang gibt. Oh, das ist, glaube ich, zum Keller oder sowas. Nicht übel. Das können wir auf jeden Fall alles verwenden. Hier hätten wir, glaube ich, auch noch ein paar Werkzeuge gefunden. Doch, sie geht schon Richtung Garten. Okay. Oben könnt ihr es sehen, sie ist schon auf dem Weg zum Garten. Und ich glaube, sie ist gar nicht mal so weit entfernt. Ja! Sich hinzulegen. Okay, das war ein leichtes Level, total easy, aber nice. Okay, nächstes Level, nächstes Glück, wir schauen uns das an. Okay, sorge dafür, dass dieses Tier ein wenig Farbe in ihrer Welt kriegt, indem sie ihren Kamin explodieren lässt. Oh, okay. Den Kamin explodieren? Okay, ihr ist also kalt, deswegen setzt sie sich immer an den Kamin. Finde etwas, mit dem du den Kamin explodieren lassen kannst. Explodieren lassen? Oh oh, wie soll ich das denn explodieren lassen? Warte mal, ich habe vielleicht eine Idee. Hier ist Holz? Ja, wir können mehr Holz rausholen, oder? Nee, hat nicht funktioniert. Warte mal. Was ist das hier? Das ist Benzin. Also Benzin... Ja, Benzin. Oh, und ein Energy Drink. Nice. Okay, damit geht nochmal unsere Energie hoch. Starke Sache. Okay, mit Benzin lässt sich auf jeden Fall was machen. Was können wir noch mitnehmen? Eine Crowbar? Vielleicht, um ein paar Sachen aufzubrechen. Und dann schauen wir mal kurz, wie wir da reinkommen können. So, laut meiner Ansicht ist die Frau gerade am Lesen im... In welchem Zimmer?
Ich weiß es gar nicht. Aber warte mal, muss ich den einfach... Oh nein. Ah! Oh mein Gott! Die hat mich ja voll erschrocken! Oh Mist! Oh nein! Ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich nämlich das Benzin direkt da reinmache und der... Ach guck mal, es wird sogar hier unten schon angezeigt. Guck mal, es wird Wasser empfohlen für dieses Level. Für dieses Level wird Wasser empfohlen. Ich glaube, wir müssen uns eigentlich darum sorgen, dass wir auch den Kamin erstmal ausmachen. Denn ich glaube nämlich, wenn wir Benzin einfach so reinmachen in das Lagerfeuer, dann werden wir doch selber verbrennen. Also müssen wir dafür ja sorgen, dass sie es ja anmachen muss, weil sie muss ja geprankt werden. Das heißt also, wir müssen uns eigentlich darum sorgen, dass wir das Feuer auskriegen. Dafür habe ich eine kleine Idee. Warte mal. Wir gehen mal kurz hier um den Garten herum. Vielleicht können wir am Pool Wasser finden. Oder wir können vielleicht in der Küche Wasser finden. Weil das wurde nämlich auch vom Spiel empfohlen. Doch, sie geht raus. Niemals! Alter, als ob die jetzt rausgeht. Was sucht die denn draußen? Geht die einfach extra dahin, wo ich bin? Ah! Diese Frau macht mich fertig. Deswegen müssen wir sie ja auch pranken, gell? So, jetzt gehen wir wieder rein. Alter, jetzt geht die auch wieder rein? Hör jetzt auf, mich zu ärgern. Wer ärgert hier eigentlich wen? So. Hey, guck mal, da, wo sie gerade vorbeigelaufen ist, da gibt's so ein Wasserding. Ich glaube, jetzt geht sie nach oben. Kann das sein? Ja, gell? Ja, sie geht nach oben. Das heißt, wir können hier runterspringen und ab in die Küche. So. Okay, was haben wir hier? Haben wir hier irgendwo Wasser? Ist da Wasser? 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 Wasser! Ich hab Wasser, ich hab Wasser. Das ist Wasser, oder? Ja! Oh ja, oh ja. Okay. Jetzt denke ich, ich mache jetzt einfach aus meinen Gedanken heraus, das erstmal löschen. So, jetzt kann ich hier das Benzin nehmen und das Benzin drauf machen. So, und jetzt wird sie es wieder anmachen und das wird dafür sorgen, dass sie hier drinnen explodieren wird. So. Und raus. Aha, okay, perfekt. Ich glaube, es könnte sogar funktionieren, weil sie wundert sich nämlich gerade, warum das Feuer denn aufgehört hat zu brennen. Denn hätte ich da nämlich einfach nur so Feuer reingeschüttet, beziehungsweise Benzin reingeschüttet, dann wäre es darauf hinausgekommen, dass wir explodiert wären. Also müssen wir uns darum kümmern, dass sie es anmacht. Wow! Was? Oh mein Gott! Alter, die hat ja gebrannt sogar. Oh mein Gott. Okay, vielleicht war der Streich ein bisschen zu heavy. Gut, Leute, das war's jetzt erstmal für heute. Die nächste Episode ist tatsächlich mit neuen Streichen. Und zwar ist es hier mit, dass wir da irgendwelche Marmelade in ihre Badewanne reinmachen sollen. Keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.